Willkommen zurück hier zu Rune Factory 5. Ja, ich weiß, der letzte Part war ein bisschen kurz, aber ich wollte halt, wenn dann den Dungeon jetzt hier in dem Part anfangen, weil ansonsten macht es ja keinen Sinn. Da hätte ich für ein paar Minuten in den Dungeon gemacht, gegebenenfalls sogar wieder überzogen. Und dann lieber so, oder? Oder was meint ihr? Ziehen wir gemeinsam los? Ja. Sieht es auf die Matrosenuniform bezieht gleich. Mann. Ah, stimmt, da kann ich ihr gleich noch was geben. Wo haben wir's? Komm her, Elsie. Oh, das sage ich nicht nein. Oh, ein selbstgemachtes Geschenk. Da muss ich besonders gut drauf aufpassen. Ja, bitte. So, dann gucken wir ganz kurz, wo ist Reinhard? Ernsthaft? Ist er jetzt da oben? So ein Mist aber auch. Andere Richtung! Wieso muss der da oben sein? Na gut, wir kommen ja schnell zum nächsten Dungeon, also insofern alles in Ordnung. So, Reinhard. Das ist gar nicht Reinhard. Verdammt. Da waren meine Augen diesmal nicht ganz so gut drauf. Okay, wo ist Reinhard? Da ist er. Sind die denn schon alle wieder bei diesem Kristallladen? Ach, komm. Das geht schneller, Leute. Das geht schneller. Arme und Beine bilden eine rotierende Scheibe. Dann ist er doch. Punkt Nummer 1. Inventar lernen. Reinhard, ich hab da was für dich. Vielen Dank. Ich weiß das zu schätzen, was ich mag. Brot, die man einfach nur mit einer Hand essen kann, zum Beispiel. Oh, das hast du selbst gemacht. Tupler, das ist wundervoll. Hat das jetzt auch angelegt? Oder hätte ich ihn jetzt erst in der Gruppe haben müssen? Ja, klar, koche ich gerne. Ziehen wir gemeinsam los. Jetzt sag mir bitte, du hast das angelegt. Okay, er hat es angelegt. Puh. Ist ja jetzt echt ärgerlich gewesen. So, einmal hier mit allen reden. So, und dann können wir uns jetzt... dahin porten. Und zwar ins zweite OG. Ha! Dann können wir jetzt richtig schön gemeinsam durch diesen Dungeon durchrocken. Zwar mit einer kleinen Gruppe, aber egal. Ah, okay, gut. Hier einmal... eine Schlange machen. Hallo? Könntest du mal ganz kurz nicht auf Enrage-Modus gehen und einmal ganz kurz zuhören? Hat nix gedroppt, die Sau. Hat nix gedroppt, die Sau. Was soll das für ein Betrug ist das? Aber hier hinten geht's weiter. Moment. Ist es richtig, da hinten geht's weiter? Oder käme ich von... warte mal, wenn wir da jetzt einen Speicherpunkt sehen... ja, Moment, hier speichern wir. Okay. Inneres. Müsste richtig sein. Sweet.
Schild. Okay, ja, ja, bin ich dabei. Bin ich voll und ganz dabei. Gelbe Lavahöhlen, Inneres. Ah, guck mal, was hier für Erz und alles sind. Kann man sich nur da vorne hin teleportieren, man kann schon... Oh. Schönes Ding, schönes Ding. Ich würde mich zwar über ein bisschen mehr... Ich wollte gerade sagen, ich habe da definitiv ein B gesehen, aber ist in Ordnung. Schlag dran vorbei. Ich würde mich natürlich viel mehr über Silber freuen. Oh, was haben wir da? Oh, Gold. Okay, Gold freut mich natürlich auch. Und da ist auch Silber. Weil leider auch noch Schrott rauskommt. Okay, Aquamarin, ja. Das ist... Ah, Smaragde, okay. Was ist das? Smaragd. Windkristall. Da sind auch Orangen, ne? Ich werde hier ein ganz großer Fan von diesem Dungeon. Ich glaube, jetzt habe ich alles, ne? Das sieht mir suspekt aus. Okay, ist nicht suspekt. Ist anscheinend ein anderer Weg. Ein Rückweg. Okay. Also wir dürfen nicht abkürzen. Leute, wie wär's, wenn ihr mal selber angreift? Und weg mit dir. Wuscheliges Qualitätsfell. Boah. Komm her, du blödes Eichhörnchen. Ich hoffe, das heißt nicht, dass ich vergiftet bin. Komm, weg mit dir. Ich glaube, das ist der Effekt vergiftet. Kann ich ja jetzt gleich mal herausfinden. Ich habe ja was zum Entgiften. Halt Lähmung. Gegengift. Genau, und... Nein, ach, ich bin so doof. Ach, Mann. Und einmal hochheilen. Weiter geht's. Jetzt ernsthaft, jetzt wollte ich es ja auch noch wieder mit diesen Lava-Dingern zu tun haben. Ich hoffe, die anderen überleben ein bisschen länger. Aufstieg ist auch gut. Eine Ranke. So, ich heile euch einmal wieder hoch. Perfekt. Die Fähigkeit, die brauche ich dann speziell an meinem Boss. Bleib da, du Hund. Erledigt. Oh, hier gibt es sogar eine Truhe. Alter, willst du mich doch verarschen? Ich habe keinen Platz mehr im Inventar.
Und dann habe ich doch noch eins. Wo ist es da? Hui. Wie weiter geht's? Und weg erstmal mit dem da mit dem Portal. Blödes Ding. Ist ja, warum kämpfst du denn nicht? Reicht das jetzt oder war sie das? Oh Mann, keine Ahnung. Egal. So, jetzt muss ich wieder gucken, wo muss ich lang? Ich kann rechts lang. Da runter? Hä? Achso, da ist nur eine Wand. Okay. Dann nehmen wir erstmal einen hier. Ich kann sagen, wieso ist denn da eine Wand? Aber fällt mir auch gerade ein, wenn ich so wenig Runenmacht habe, dann könnte ich auch was essen, ne? Was meine Runenmacht ja erhöhen würde. Und dafür habe ich doch auch extra schon Sachen jetzt mittlerweile. Halt, 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 halt. Runenmacht, Runenpower, 30 Runenpower. Weiß, ich hatte noch großes Essen dabei. 112 und erhöht meine Stärke. Okay. Dann weiter. Oh. Oh, greifen. Bleibst du hier? Rechtsgreif. Büffel und den anderen Büffel auch noch. Hat einer von euch irgendwas gedroppt? Nein, natürlich nicht. Warum auch? Natürlich, wenn wir da an den Schatz ran wollen, müssen wir hier an denen vorbei. Ist ja klar. Weg mit dir. Und den nächsten Elefanten. Und weg mit dir. Und tschüss. Magisches Pulver, Stoßzahn. Mal ein bisschen kuscheln. Okay, jetzt brauche ich definitiv Runenmacht. Runenmacht 500. Nehme ich das. Ja, das 1000er wäre, glaube ich, zu viel gewesen. Halt, Moment. Erst hier noch die Kiste holen. Ich bin nicht hierher, um diese Kiste nicht zu holen. Parallellaser. Wer kennt ihn nicht? Den Parallellaser. Und da ist auch noch eine Kiste. Die hätte ich noch gar nicht gesehen. Das ist eine sehr schöne Kiste.
Komm her, du blödes Tüffelding. So. Sie kämpft so gut wie gar nicht. Darf ich mal die Frage stellen, warum du nicht kämpfst? Nein? Okay. Ah, sie ist schon wieder vergiftet. Okay, gut. Ah, ich weiß nicht, ob ich ihr das jetzt gebe oder nicht. Wo ist es? Halt Gift. Okay, weiter geht's. Oh, du blödes Ding. Habe ich dir irgendwann mal gesagt, Elsie, dass du nicht angreifen sollst? Oder nicht heilst? Der Reinhard, der geht immer sauschnell drauf. Aber ja, ich muss erstmal das da erledigen. Oh, Madame. Wow. Komm. Kaputt. Nein, 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 nein. Oh. Verdammt. Oh, diese Preise. Oder schmerzt. Also Elsie ist wirklich eine ganz dumme Entscheidung mittlerweile. Die kämpft hier nicht mehr bei Ansatz, weil sie steht ja wirklich nur rum. Also Elsie, jetzt lass uns mal reden. Halt, alles in Ordnung, halt ein wenig Abstand, rühr dich nicht von der Stelle. Alles in Ordnung? Ja. Geh schon mal nach Hause. Tschüss. Ja, tschüss. Also, sie ist keine wirkliche Bereicherung. Ich weiß noch nicht, wen ich dann jetzt mitnehme. Ich glaube, ihr hattet gesagt Priscilla, wobei ich dann vielleicht sogar eher zu Scarlett tendieren würde. Aber dann mache ich das lieber anders. Ich gehe jetzt schlafen. Versuche am nächsten Tag nochmal ein bisschen Geld zu verdienen. Halt dann, ja. Ach, und die sind dann nicht erholt, wenn sie nach Hause gehen. Okay. Ja klar. Hätte ich auch selber drauf kommen können, ne? Ne, wäre ich nicht selber drauf gekommen. Ja, habe ich aber bei Lucy beim letzten Mal nicht drauf geachtet. So. Hier einmal alles. Ach, auch wieder fertig. Paprika ist fertig. Gut. So, einmal ganz kurz hier. Habe ich echt nichts mehr, was Platz angeht? Oh, nee, das will ich eigentlich ungern reinmachen. Gut, dann bringen wir erstmal das andere weg. So,
Dann habe ich auch wieder Platz. So. Schon besser. Hineinsehen. Kann ich verkaufen. Kann ich verkaufen. Habe ich einen noch nicht versendet? Dann versende ich den Zweier. Oder von euch auch noch keinen einzelnen versendet. Hatte keinen Platz mehr, ich glaub's nicht. Danke, wieder zurück. Ich muss echt erstmal Platz schaffen in meinem Inventar. Magisches Elixier brauche ich jetzt erstmal nicht. Hatte ich schon versendet, hatte ich noch nicht versendet. Probieren sie wahrscheinlich zu den Seltenheiten. Versenden wir auch einmal. Leber als Material, komm, versenden wir. Habe ich auch noch nicht einmal versendet. Okay, weg damit, komm. Zwar da die prozentuale Sache ein bisschen nach oben bringen. Getrocknete Sardinen können wir auch versenden. Silber will ich noch nicht versenden, definitiv nicht. So. Dann gehe ich jetzt nach oben. Das ist echt... Ah, das wurmt mich jetzt so ein bisschen, ne? Das ist jetzt gerade so böse in die Hose ging mit dem Dungeon. Danke. Für die Tierchen. So, und dann haben wir hier wieder Gürkchen. Oh, ich habe schon wieder keinen Platz im Inventar. Hineinsehen. Ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen stacken. Platz. Was will er denn? Ich verstehe es nicht. Komm, alles einsammeln. Nein. nein. Oh, lass mich in Ruhe. Lass mich, geh weg. Geh weg, ihr seid jetzt alle hier echt am Stören. Und bevor die rauskommen, möchte ich alles fertig haben. Nein, seht ihr, da sind sie schon. Wieder keinen Platz. Ich glaub's nicht. Aber egal. Ich brauch Geld. Also insofern, alles gut. Und ich versendet einmal. Einmal versenden. Wir versenden beide. Egal, komm. Ich brauch Platz im Inventar. Warum habe ich mich zu ihr gedreht? Ach genau, damit er es kriegt, ne? Danke. Gott, ist anstrengend euch. Okay. Dann gehen wir jetzt zum anderen Drachen. Und schauen, was da so los ist. Ob ich da auch noch irgendwas gießen muss? Eigentlich glaube ich nicht, aber ich guck lieber. Man weiß ja nie. Bei diesem kleinen Drachenschelmchen hier. Kann man hier irgendwas ernten?
Und hier ist auch alles safe. Okay, gut. Dann gucke ich jetzt mal, welchen meiner Haustiere ich beim nächsten Mal mitnehme für die nächste Reise. Stufe 57, 63, 55, 26, 26, 22. Das heißt, da würde ich beim nächsten Mal die Luna mitnehmen. Okay. Ich denke mal, da könnt ihr mir auch zustimmen, alles andere macht da gar keinen Sinn. Ach, so. Milch für die Kuh. Ei für das Huhn. Wolle für das Schaf. Was es aber nicht so mag, egal. Wir sind bald fertig, glaube ich. Es gibt dann auch wieder gut Kohle. Also insofern eigentlich ist alles gut. War jetzt halt ein ungünstig gelaufener Run. Wäre nur schön gewesen, wenn ich halt durchgekommen wäre. So. Dann gehe ich jetzt zum anderen Drachen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und dann gehen wir wieder in den Dungeon und ja, ich hoffe, dass es dann besser läuft. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.